Apfel, Ananas, Feigenkaktus. Was denkt ihr? Was haben die gemeinsam? Kann man Leder herstellen? Veganes Leder. Klingt crazy. Leder aus dem Apfel? Heute schauen wir uns ein Startup an in der TU Darmstadt. Die haben die Lederproduktion weiterentwickelt. Die stellen veganes Leder her, ganz ohne Plastik, und sparen damit 99% CO2 ein. Die nennen sich Lover. Und das steht für lederähnlich, ohne Plastik, vegan und reststoffbasiert. Es gibt immer mehr Nachfrage für veganes Leder. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Autohersteller werben ja jetzt schon damit, dass sie für ihre Innenausstattung nur noch veganes Leder benutzen. Fühlt sich an wie meine Ledercouch zu Hause. Riecht aber gar nicht. Eigentlich wie echtes Leder. Und hier stehen die drei Gründer: Lukas, Montgomery und Julian. Geschäftsmodelle sollen ja immer ein Problem für den Kunden lösen. Wie kommt man da jetzt ausgerechnet auf veganes Leder, Lukas? Genau, also bei uns geht es nicht darum, einen Prozess ein klitzekleines bisschen besser zu machen, ein bisschen grüner zu machen, sondern wir haben uns wirklich die Frage gestellt, wie können wir aufgrund dieser massiven Missstände, die es in der Textilindustrie gibt, wie können wir komplett neu denken, mit einer komplett neuen Idee, Materialien neu herzustellen auf einem grünen Fundament. Veganes Leder gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Was macht ihr anders? Die Frage kann dir am besten Julian beantworten. Und ich bin jetzt bei Julian im Labor. Was macht ihr anders? Wo soll ich anfangen? Also im Prinzip könnte man sagen, alles. Wenn wir uns mal so ein Kunstleder hier anschauen, dann sieht man immer auf der Rückseite, hat man ein Textil, manchmal ist das Baumwolle, manchmal ist es auch aus Plastik. Und obendrauf hat man dann eine Schicht, die sieht so ein bisschen nach Leder aus. Da ist eine Ledernarbung reingeprägt und dazwischen hat man noch ein Füllmaterial. Das heißt aber hier oben, wo man dann eigentlich drauf sitzt, das ist immer Kunststoff. Das ist PU, das ist PVC. Jetzt wieder zu den veganen Ledern. Die veganen Leder, die es zu kaufen gibt, was die machen ist, die ersetzen die Mittelschicht, die in der Mitte drin ist, durch pflanzliche Fasern. Das heißt, das Material am Ende hat dann vielleicht einen Anteil von 20-30% Pflanze. Das, was man aber eigentlich sieht am Ende, ist auch wieder Plastik. Das heißt eigentlich, vegane Leder, auch nichts anderes, immer noch Kunststoff. Wenn man sich jetzt unser Material anschaut, dann siehst du sofort, das sieht vorne und hinten gleich aus. Das heißt, wir haben nur einen Schichtaufbau und das war immer unser Anspruch, zu sagen, okay, wir wollen diesen Materialmix nicht, weil das sorgt dafür, das kannst du am Ende nie wieder recyceln. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen Material entwickeln, was zu 100% aus Pflanze entsteht und dann trotzdem die gleichen Funktionen erfüllt, wie so ein Kunstleder oder auch ein veganes Leder. Wie kommt man jetzt auf die Idee mit den Hanfstängeln? Wie kommt man auf so ein Material? Ursprünglich hat sich Lukas den Prozess oder das Material mit Bananenfasern ausgedacht. Da war er zu der Zeit gerade in Südamerika unterwegs. Und da hat er gemerkt, es fallen Unmengen an Bananenfasern als Reststoffe an. Und da hat er gedacht, okay, wie kann man daraus nachhaltiges Textil oder eine Lederalternative entwickeln? Das heißt, das erste vegane Leder, was wir produziert haben, war aus Bananenfasern. Jetzt macht es natürlich wenig Sinn, im Sinne der Nachhaltigkeit zu sagen, ich bin in Deutschland, ich möchte in Deutschland produzieren und muss mir jetzt meine Bananenfasern aus Südamerika erstmal hierher schiffen lassen. Das heißt, wir sind auf die Suche gegangen. Was gibt es in Deutschland für Fasern, die als Reststoffe anfallen und die sich dann für unser Material eignen? Also stellt ihr dieses Leder hier aus Reststoffen her? Ganz genau. Das war immer unser Anspruch, dass wir sagen, im Sinne der Nachhaltigkeit, wir nehmen einen Ausgangsstoff, in den nicht extra Ressourcen reingesteckt werden müssen, damit wir unser Material daraus herstellen können, sondern der sowieso schon da ist. Jetzt seid ihr noch hier in der TU Darmstadt zu Hause, startet mit der Produktion, habt jede Menge Anfragen. Wie könnt ihr euch denn da retten? Wir kriegen tatsächlich jeden Tag Anfragen rein aus der ganzen Welt und aus allen möglichen Branchen, die bis jetzt Kunst- und Echtleder verarbeitet haben. Also dazu gehört der Mittelständler, der Lederwaren herstellt, dazu gehören aber auch internationale Sportartikelhersteller und Modeunternehmen und auch Automobilkonzerne. Und es gibt sogar Anwendungen in der Möbelindustrie beispielsweise. Und ist eure Produktion schon so weit, dass ihr die ganze Nachfrage befriedigen könnt? Nee, genau darum geht es jetzt. Also die Unternehmen kennen unser Material, so wie wir es im Labor produzieren können und sind wirklich heiß drauf. Und unsere große Aufgabe für dieses Jahr wird es sein, die Qualitäten, die wir hier im Labor herstellen können, in einem kontinuierlichen Prozess auf einem industriellen Niveau zu produzieren. Ihr seid zu dritt bei Lover und ihr kennt das schon seit der Schulzeit. Wie hilft das, euer Thema voranzutreiben? Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Grundvertrauen da. Wir kennen uns seit der 9. Klasse, haben sehr viele gemeinsame Erfahrungen, die wir halt
was man so erlebt, wenn man in Kindheit, Jugendlicher ist. Und jetzt haben wir uns halt für dieses Projekt und für dieses Startup wieder zusammengetan und bringen das jetzt gemeinsam zusammen nach vorne. Und wenn da hinter so einem Startup, hinter einer Firma auch noch eine Freundschaft steht, dann gibt es halt nochmal extra Energie, um sowas nach vorne zu bringen. Das heißt, ihr seid euch immer einig? Also einig sind wir uns natürlich nicht immer, aber man kann über alles diskutieren, man kann sich auch streiten und das gehört auch dazu bei einer guten Kultur einfach, ja. Also, dass man sich danach auch wieder verträgt und das, ja, also die Basis ist einfach so, dass man über alles reden kann. Wie geht denn der Weg jetzt für euch weiter? Was ist als nächstes geplant? Um die Anfragen, die wir ja täglich reinbekommen, bedienen zu können, müssen wir unsere Produktion aufbauen und dafür brauchen wir eine ausreichende Finanzierung. Und um auch in Zukunft international wachsen zu können, ja, braucht es auch einfach eine starke Hausbank an unserer Seite und die haben wir mit euch schon gefunden. Das höre ich natürlich gerne und seid sicher, ich komme wieder zu euch zurück. Ich will ja sehen, wie es weitergeht. Ist doch mal ein ganz anderer Ansatz, die Produktion neu zu denken. Also nicht nur zu optimieren, sondern mal sagen, ich schaue mir mal die Produktion auch genauer an. Klingt einfach für ein Startup. Meint ihr, das gelingt auch bei größeren Unternehmen? Schreibt es mal in die Kommentare.